willkommen bei einer weiteren Videoepisode über das Leben des englischen Königs Alfreds des Großen, überwiegend basierend auf dem Buch von Justin Pollard. Fangen wir also an. Bei seiner Rückkehr aus Rom fand Aethelwulf ein Wessex vor, das beseelt von Unruhe war. An der Spitze der Aufruhr stand Aethelbald, Aethelwulfs Sohn, den der König vor seiner Abreise als Regenten eingesetzt hatte, während der etwas jüngere Bruder Aethelbert die kleineren Provinzen im Osten übersah. Der direkte Thronfolger Aethelbald empfand wohl, dass durch die Rückkehr seines Vaters er Teile seiner Macht wieder abgeben musste, etwas, das ihm aufstieß. Die Tatsache, dass Aethelwulf mit Judith, seiner neuen Braut, eintraf, die auch noch die Tochter des mächtigsten Mannes der bekannten Welt war, war hierbei wenig hilfreich. Es war etwas, das vermutlich vielen Ratgebern und Eldermen aufstieß und mit gehörigem Misstrauen beäugt wurde. Viele fühlten sich sicherlich übergangen und hätten es sicherlich bevorzugt, den König vorher zu beraten, so wie es am angelsächsischen Hof üblich war. Doch die Zeiten waren im Wandel. Aethelbald blickte Judith nicht wohlwollend entgegen. Ganz sicher war er nicht bereit, diesen Teenager, der nur halb so alt war wie er selbst, als Mutter zu bezeichnen. Doch das konnte man ihm auch nicht verübeln. Sein Vater war noch jung genug, um einen Nachkommen mit Judith zu zeugen, und jeder weitere Anwärter auf den Thron verkomplizierte die Situation in Wessex zusätzlich. Insbesondere, wenn es ein Kind war, das möglicherweise die geballte Macht der Karolinger hinter sich wusste. Und obwohl Aethelbald offensichtlich bereit war, gegenüber seinem eigenen Vater ein gewisses Muskelspiel zu demonstrieren, erschien die Situation als sichtlich ungünstig. Denn König Aethelwulf, Judith und der kleine Alfred trafen unter dem Jubel des begeisterten Volkes ein. Die Menschen von Wessex sahen die Neuigkeiten mit deutlich unkomplizierteren Augen. Sie sahen ihren geliebten König endlich wieder heimkehren und sie sahen eine junge Braut an seiner Seite. Dies war ein Augenblick der Feier und des Jubels. Aethelbald tat gut daran, seinen Missmut vorerst zu verbergen, denn er konnte wenig ausrichten, wenn die Bevölkerung zu seinem Vater hielt. Aethelwulfs anschließende Vorgehensweise ist recht beachtlich. Nachdem ihm der jüngere Aethelbert gemäß Vereinbarung die Ostprovinzen zurückgab, entschied der König, dass fortan sein Sohn Aethelbald die Herrschaft über Wessex übernehmen soll, nicht mehr als Regent, sondern als vollwertiger Herrscher, während sich Aethelwulf, also der Vater selbst, in die genannten Ostreiche Kent und Sussex zurückziehen würde, um dort als ein geringerer Vizekönig zu fungieren. Dies ist das historische Bild Aethelwulfs als ein frommer Herrscher, der die politischen Realitäten und das Wohl seines Reichs über jegliche Machtgier gestellt hatte. So blieb ein Krieg mit seinem eigenen Sohn aus und damit auch der Sturz von Wessex in Chaos. Natürlich stellte diese Entscheidung eine deutliche Brüskierung von Judith dar. Sie zog von der prunkvollen Hochzeitsfeier in Verberie-sur-Oise über den Ärmelkanal aus, um nun als Ehefrau eines geringeren Königs in dem ländlichen Kent zu residieren. All diese Dinge waren bereits eine intensive Schule des Regierens für den kleinen Alfred. Natürlich spielten die Wikinger bei dieser Unruhe eine gewisse Rolle, wenn auch Wessex von diesen Ereignissen weniger betroffen war als der englische Nordosten oder die Normandieküste. Die Wikinger galten zu jenem Zeitpunkt als die größte Bedrohung der europäischen Christenheit und wurden hierbei als eine deutlich akutere Gefahr wahrgenommen als im Süden Spaniens die Moslems. Einige Historiker spekulieren, dass Aethelwulfs Hochzeit mit Judith ein strategischer Schritt war, um eine fränkisch-angelsächsische Allianz gegen die Wikinger zu schmieden. Es bleibt eine ungewöhnliche Entscheidung von Karl dem Kahlen, insbesondere angesichts dessen, dass seit Karl dem Großen die Karolinger nur sehr ungern ihre Töchter weggaben und sie lieber in Klöster schickten, aus naheliegenden geostrategischen Beweggründen. Die Motive des fränkischen Kaisers sind hierbei bis heute ein Gegenstand von Vermutungen. Doch Judiths Ehe mit König Aethelwulf war kurzlebig. Nur 2 Jahre später, die Königin war damals 14 oder 15 Jahre alt, starb Aethelwulf am 13. Januar des Jahres 858. Über die Todesursache ist nichts Zuverlässiges bekannt. Offensichtlich war dies den Chronisten kaum eine Mutmaßung wert. Vermutlich wird es also eine kurze Krankheit oder eine alltägliche Verletzung gewesen sein.
Nicht selten starb man damals an Infektionen und Wundfieber. Aethelwulfs Geburtsjahr ist nicht exakt bekannt, aber gewisse biografischen Eckpunkte seines Lebens lassen vermuten, dass er in seinen mittleren oder späten 40ern starb, vielleicht schon knapp über 50. Also ein Alter, in dem der Tod damals kein ungewöhnliches Ereignis war. Gemäß Aethelwulfs letzten Willen ging die Herrschaft über Kent an dessen Sohn Aethelbert, während der wichtigere Thron von Wessex in der Hand von Aethelbald blieb. Alfred war zu diesem Zeitpunkt um die 10 Jahre alt. Für den jungen Alfred waren diese Jahre im Schatten seiner älteren Brüder ein Crashkurs in Regierungspolitik. Er und sein etwas älterer Bruder Aethelred waren nun die einzigen ohne Regierungsverantwortung. Doch in Aethelwulfs Vermächtnis wurde festgehalten, dass Aethelred und Alfred den Thron erben würden, sollte Aethelbald und Aethelbert sterben. Was Aethelbald nun tat, durfte in Wessex damals der Gesprächsstoff Nummer 1 sein und sicherlich sogar die Wikingerbedrohung überschatten. Denn er heiratete die Teenager-Witwe Judith. Der Chronist Asser fand nur Worte der Abscheu dafür und bezeichnete es als eine Missachtung des göttlichen Willens und eine Verletzung der christlichen Würde in einer Weise, so weiter Asser, die nicht einmal die Heiden teilten. Das Ehebett des eigenen Vaters zu übernehmen, galt damals als gänzlich unerhört und war gegen alle bekannten angelsächsischen Gepflogenheiten. Justin Pollard relativiert Assers frühmittelalterlichen Rant allerdings und merkt verwundert an, dass die Empörung nur seitens der englischen Chronisten ausgetragen wird, während die fränkischen Chronisten aus dem Umfeld von Judiths Vater, König Karl der Kahle, diesen Sachverhalt relativ unaufgeregt zu Papier tragen, als wäre es die gewöhnlichste Sache der Welt. Es fällt ebenso auf, dass diese Sache, obwohl königliches Blut betreffend, keine großen Wellen vor dem Papst in Rom schlug, was bei Skandalen dieser Tragweite meistens der Fall war. Die größten Wellen schlug diese Heirat nur innerhalb der ohnehin schon recht polarisierten Bevölkerung von Wessex selbst. Justin Pollard deutet an, dass nicht auszuschließen ist, dass der fränkische Herrscher da ein wenig die Finger im Spiel hatte. War durch Judith als Aethelwulfs ursprüngliche kindliche Braut doch lediglich die Ehefrau des Königs mit nur einer symbolischen Wirkung. Nun aber mochte sie unter gänzlich neuen Vereinbarungen eine echte fränkische Königin auf dem Thron neben dem nächsten König von Wessex sitzen. Die Karolinger waren immer zaghaft, die Töchter zu verheiraten, da es für sie selten opportun war. Doch wenn sie es taten, dann vermutlich mit einer Strategie dahinter. Und es ist doch recht offensichtlich, dass Aethelbald die Witwe seines Vaters nicht einfach so dazu zwingte, seine Frau zu werden, sondern dies mit der ausdrücklichen Duldung von Karl stattfand und somit im Rahmen festgesteckter Vereinbarungen. Doch all das erwies sich schon bald als Makulatur, denn nur weitere 3 Jahre später, in 860, verstarb der noch junge Aethelbald. Über die Ursache ist nichts überliefert, was aber meistens bedeutet, dass keine Gewalt und keine dunklen Machenschaften im Spiel waren. Die Macht ging weiter an Aethelbert, der ja bereits König von Kent war. Dieser vereinigte sogleich beide aufgeteilten Reichsteile wieder zu einem einheitlichen Groß-Wessex zusammen. Judith war zu jenem Zeitpunkt 17 Jahre alt und bereits zum zweiten Mal Witwe. Sicherlich wird sie den kalten Wind des politischen Klimas gespürt haben, denn mit Aethelbalds Tod verlor sie vermutlich viele Verbündete. So verkaufte sie hastig ihre Besitztümer in Wessex und übersiedelte zügig zurück ins Frankenreich nach Senlis an die Seite ihres Vaters. Auch wenn das an dieser Stelle wenig mit unserer Geschichte zu tun hat, um König Alfred, lohnt es sich doch, das weitere Schicksal der Königswitwe kurz anzusehen. Ihre Rolle bestand nun darin, auszuharren, bis ihr Vater einen neuen und dritten Ehemann für sie auswählte, falls dieser nicht beschloss, sie vielleicht in ein Kloster zu schicken. Das gestaltete sich offensichtlich als problematisch, denn Judith hatte in ihren 5 prägenden Jahren in Wessex das gebotene Kuschen durchaus verlernt. Sie war es eben gewohnt, wie eine Königin behandelt zu werden. Außerdem war sie die Urenkelin von Karl dem Großen, und das färbte sicherlich ab. Nach weniger als einem Jahr brannte sie mit Hilfe ihres Bruders Ludwig durch, und zwar mit Balduin, dem späteren ersten Markgrafen von Flandern. Zwischen Karl dem Kahlen und dessen rebellischen Sohn Ludwig II., auch bekannt als Ludwig der Stammler,
der diese Brautflucht aktiv organisiert hatte, herrschte schon eine Weile ein Konflikt und der Sohn half seiner Schwester vermutlich in der direkten Absicht, seinen Vater zu Weißglut zu treiben. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis zu dem Maße, dass Karl der Kahle beim Papst in Rom erwirkt hatte, dass Balduin, auch bekannt unter dem Spitznamen Bras de Fer oder zu Deutsch der Eisenarm, exkommuniziert wurde. Das ließ Balduin Eisenarm allerdings nicht auf sich sitzen und brach persönlich nach Rom auf, um beim Papst für seine Sache zu bitten. Durchaus mit Erfolg, da der Papst nur allzu willig war, den Bann aufzuheben, falls hierbei in dieser Sache zu vermitteln war. Inzwischen war Zeit vergangen und Karl der Kahle deutlich abgekühlt, so dass er sich schließlich zähneknirschend bereit erklärt hatte, Balduin Eisenarm als seinen regelrechten Schwiegersohn zu akzeptieren. Er erhob Balduin sogar in den Stand eines Grafen über einer neu geschaffenen Markgrafschaft, damit die Verbindung überhaupt standesgemäß sein konnte. Der Hochzeit beizuwohnen, dazu hatte sich Karl allerdings geweigert. Genug war genug. Interessant ist allerdings, dass Balduin und Judith nun einen Stammsitz in Flandern suchten und dort allem Anschein nach ausgerechnet eine verlassene Wikingerfestung bezogen und komplett umbauen ließen. Der nordische Name der Anlage lautete Brigia, was in der Sprache der Nordmänner so viel wie die Anlegestelle bedeutete oder eben ein Pier für Schiffe. Und daraus wurde der heute bekannte Name Brügge. Judith hatte Kinder und interessanterweise heiratete ihr ältester Sohn Balduin in der Mitte der 90er Jahre Elfrith, die Tochter von Alfred dem Großen. Ob allerdings Judith damals noch am Leben war, ist nicht genau belegt. Doch kehren wir zurück zu jener Zeit, als Alfred noch 10 Jahre alt war und sein herrschender Bruder Æthelbald verstarb. In diesen Jahren schält sich aus dem Nebel der Geschichte der erste konkrete Name eines Wikingers hervor, der zugleich zu einem Sinnbild von Angst und Schrecken wird. Bis dahin waren die Wikingerfürsten doch eher anonyme Gesellen, über die man nichts erfuhr. Zu unberechenbar und zu spontan waren ihre Angriffe und ihre strategischen Rückzüge. Ganze Jahrzehnte hatten sie es geschafft, namenlose heidnische Piraten zu sein, denen Erzählungen mehr wie fernländische Geister erschienen waren. Doch in dieser Zeit begann ein Name in den Aufzeichnungen unterschiedlicher Chronisten hervorzutreten: Ragnar Lothbrok. Nun müssen wir uns eingestehen, dass diese Gestalt, obwohl allem Anschein nach historisch, doch wenig echte, beweisbare Substanz besitzt. Das ist wohl ein wenig der Tatsache zu verdanken, dass die christlichen Chronisten nicht unbedingt darauf versessen waren, heidnische Antagonisten detailliert zu beschreiben und über sie Recherchen anzustellen, da dieser Sachverhalt damals so gewirkt hätte, als ob man ihnen mehr Podium und Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt, als zwingend nötig ist. Objektivität war keine Voraussetzung einer guten mittelalterlichen Chronik, insbesondere nicht bei Ereignissen, bei denen das Christentum umkämpft war. So bleiben vor allem nordische Quellen wie die Heimskringler und die Saga von Ragnar Lodbrok, wie auch andere Schriften, die aber allesamt einen legendenbehafteten, ja geradezu mythischen Einschlag haben. Und die Saga von Ragnar entstand im 13. Jahrhundert, also 400 Jahre nach diesen Ereignissen. Ragnar oder Regineri oder Reginarius wurde insbesondere durch seine Plünderung von Paris berühmt, angeblich mit einer Flotte von 120 Schiffen. Allerdings muss man hierbei auch bedenken, dass einige Historiker davon ausgehen, dass sich hinter dem Namen Ragnar eine ganze Reihe aus Wikingerfürsten verbirgt. Dies wird eben dadurch verstärkt, dass Ragnar mehrmals für tot erklärt wurde und dann doch in darauffolgenden Jahren bei weiteren Raubzügen bezeugt wurde. So soll er bereits kurz nach Paris an einer Infektion gestorben sein, doch wurde festgehalten, dass er nur wenige Jahre die Küste von Irland plünderte und dort an der Gründung von Dublin mitwirkte. Hier soll er ungefähr in 852 durch einige seiner wütenden Wikingergenossen umgebracht worden sein. Dem steht aber entgegen, dass Ragnar einige Jahre später erneut stirbt, diesmal in Kerlingsfjörður an der ostirischen Küste, ebenfalls durch die Hand eines anderen Skandinaviers. Und noch ein weiteres Mal wurde Ragnar bei der Erstürmung des walisischen Anglesey in der Schlacht getötet. Und schließlich dann Ragnars berühmtester Tod, so wie er in der Saga von Ragnar festgehalten wurde, in Northumbria in der Gefangenschaft durch König Æla, der ihn in eine Schlangengrube werfen ließ.
Dies soll eine geradezu ironische Hinrichtung gewesen sein, da über Ragnars Jugend die Geschichte im Umlauf war, dass er mit bloßen Händen gefährliche Schlangen greifen konnte. Ich persönlich hatte immer Mühen gehabt, die legendäre Geschichte mit der Schlangengrube zu glauben, denn Northumbria ist eine nordenglische Region, die sich nördlich des 54. Breitengrads erstreckt, also geografisch genauso nördlich wie Dänemark selbst ist. Ich weiß nicht, ob diese eher kühlen Regionen über viele Schlangenarten verfügen. Sicherlich gab es in diesen Gegenden Vipern und Ottern und Nattern und einige sind sicherlich auch giftig. Aber eine ganze Grube voller giftiger Schlangen in Northumbria zu haben, erschien mir immer ein wenig abwegig und geradezu schwer umsetzbar. Aber da müsste sich eher ein Herpetologe dazu äußern. Es ist aber eine gewisse Faustregel, dass je weiter man sich von dem tropischen, äquatorialen Gürtel entfernt, desto weniger giftige Tiere trifft man an. Diese Geschichte ist aber aus zwei Gründen so populär. Zum einen ist sie exotisch und ungewöhnlich und das mag man immer an einer guten Story. Zum anderen passt diese ungewöhnliche Hinrichtung hervorragend in die Verkettung aus Ereignissen, die folgen würden. Die Rede ist von der Ankunft der Söhne von Ragnar in Britannien und letztendlich der Invasion jener Truppen, die von den Chronisten dramatisch als The Great Heathen Army bezeichnet wurden, das große heidnische Heer, in altem Angelsächsisch Mithel Hethen Heer. Justin Pollard schätzt, dass es sich um 300 bis 400 Schiffe handelte und diese brachten rund 5000 Krieger auf die britische Insel. Diese Invasion wurde in den besagten nordischen Quellen als eine Art groß angelegte Racheexpedition festgehalten, während der sich Ragnars Nachkommen für die Ermordung ihres Vaters rächten. Die bekannteste Quelle ist dabei vor allem das Ragnarssoner Tatr, die Sage von Ragnars Söhnen. Hier muss man aber sehr vorsichtig sein und nicht alles für bare Münze nehmen. Die Hinrichtung von Ragnar ist mit großer Wahrscheinlichkeit reiner Märchenstoff. Man darf nicht vergessen, dass in derselben Saga einige Seiten zuvor Ragnar mit einem Lindwurm kämpft. Es ist noch nicht einmal bewiesen, dass alle vorhandenen Erwähnungen von Ragnar ein und dieselbe Person meinen. Die multiplen Tode in gänzlich unterschiedlichen Reichen verdeutlichen das. Immerhin ist es so, dass die Sache bei der Betrachtung der einzelnen Söhne deutlich historischer wird. Obwohl die Existenz Ragnars umstritten ist, sind die sogenannten Söhne etwas besser belegt und festgehalten. Obwohl nahe liegt, dass die Idee, sie alle seien die Söhne eines gemeinsamen Vaters, weitgehend eine Fiktion ist und möglicherweise ein Versuch von Erzählern späterer Jahrzehnte, ein unübersichtliches Narrativ etwas zu begradigen und zu einer guten Story zu machen. Es gibt also keinen schlüssigen Beleg dafür, dass die sogenannten Söhne von Ragnar überhaupt Brüder waren, und der Gedanke drängt sich auf, dass die ganze Formulierung mehr eine hochtrabende Metapher ist für die nächste Generation aus Wikingern, die nun nicht mehr kamen, um zu plündern, sondern ein riesiges Umsiedlungsprogramm betrieben, eben um zu bleiben. Es ist auch im Unklaren, ob die Söhne Ragnars 5 oder 6 waren. Ich möchte nun im Einzelnen einen Blick auf sie werfen, denn einige von ihnen werden für die weiteren Betrachtungen von großer Wichtigkeit sein. Und ja, ich bin mir nicht zu schade, diesen Abschnitt mit stilisierten Porträts aus den beiden TV-Serien Vikings und The Last Kingdom zu schmücken. Das Problem ist, eine YouTube-Videoreihe über diese Ereignisse und diese Ära zu machen, leidet unter einem massiven Mangel an Bildmaterial. Während du also dieses Video siehst, muss klar sein, dass ich da aus den vorhandenen Materialien alles rauszubringen versuche, was da ist. Und das ist nicht viel. Als Projekt wäre dies sichtlich einfacher, wenn es nur ein akustischer Podcast wäre, ohne Bilder. Hinzu kommt, dass manch eine historische Darstellung heute von kommerziellen Bilderdatenbanken beansprucht wird. Ich kann also nicht ganz wahllos reinknallen, was ich möchte. Somit müsst ihr da ein wenig nachsichtig sein bezüglich dieser etwas dilettantischen Umstände. Ivar the Boneless wird häufig an erster Stelle genannt und wird von Abbo von Fleury als der oberste Anführer der großen heidnischen Armee identifiziert. Dies ist insofern faszinierend, als dass sein Beiname The Boneless, der Knochenlose,
und die Beschreibungen seines Erscheinungsbildes in den Sagas darauf hinweisen, dass Ivar schwer behindert war und an einer chronischen Knochenschwäche litt. Diese Art von Widerspruch fand man in den tradierten Erzählungen sicherlich reizvoll, da Ivar zwar einerseits ein Krüppel war, doch zugleich als ein gerissener Stratege und ein furchtloser Kämpfer beschrieben wird. Dies hatte also das Potenzial einer moralischen Geschichte über die Fähigkeiten des Einzelnen, lebenswidrige Hindernisse zu überwinden. Doch ist dieses wichtige Detail über Ivar durchaus umstritten, denn Gelehrte sind sich da nicht sehr einig, ob dies nicht alles nur Fiktion ist. Es mutet freilich verdächtig an, dass in einer doch eher martialischen Gesellschaft der Wikinger jemand zum Anführer aufsteigen konnte, der sich letztendlich nur mit Hilfe von Krücken und irgendwelchen damaligen Rollatoren bewegen konnte. Auf der anderen Seite ist es vermutlich auch ein Klischee, das wir bezüglich der Wikinger unentwegt weitervererben, dass die soziale Interaktion innerhalb dieser Kultur ständig mit barbärtigen Typen zu tun hatte, die aus Hörnern Met tranken und sich dann besoffen in ihren feierlichen Holzhallen die Köpfe einschlugen, um die Machthierarchien zu bestätigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stereotyp ist, der damals nicht wirklich der Wirklichkeit entsprach. Es ist grundsätzlich etwas verfänglich, der Wikingerkultur einige Eigenschaften abzusprechen, so als wären sie nur so eine Art derangierte Superkrieger. Natürlich hat dieses Klischee geholfen, in den 80er Jahren das Konzept der Klingonen in der Star Trek-Welt zu vervollkommnen, doch Aufzeichnungen zeigen, dass viele der Wikinger-Besuche im Süden eher mit einem guten Geschäftssinn einhergingen und durchaus auch mal mit der Bereitschaft, sich zu arrangieren. Natürlich herrschte in Europa kollektive Angst vor den Wikingern. Aber das ist leider immer so, wenn von 10 Vertretern einer Gruppe eine einzige Person abscheuliche Dinge tut, dann ist genau das, was wir uns alle über diese Gruppe merken werden. Doch im Detail erkennt man doch auch, dass die Wikinger ein gänzlich neues Kriegskonzept brachten, eine dezentralisierte Piraterie und sehr flexible Schiffe. Justin Pollard beschreibt, wie in jenen Jahren die lokale Bevölkerung von England Flüsse mehr wie eine Art natürliche Grenzverläufe betrachtete. Oft standen sich dort verfeindete Stämme gegenüber, jedoch säuberlich getrennt durch einen breiten Fluss, sodass man sich letztendlich aus dem Weg ging. Doch für die Wikinger waren Flüsse wie so eine Art Landstraßen. Mit ihren langen Schiffen konnten sie auf diese Weise in sehr kurzer Zeit tief ins Landesinnere vordringen, wo niemand mit ihnen rechnete. Eine angelsächsische Armee hingegen musste sich da mühsam durch irgendein dichtes Waldterritorium kämpfen. Das veränderte die Angriffsdynamik vollkommen und es sind Fälle bekannt, wo die Wikinger eine Siedlung plünderten, während auf der anderen Flussseite die Leute gejubelt haben, weil die Wikinger ihnen den lokalen Feind niedermetzelten. Doch dann am nächsten Tag schifften die Wikinger über und plünderten gleich die andere Ortschaft auch. Und vergessen wir auch nicht, dass sehr viele der Schlachten durchaus von den Angelsachsen auch gewonnen wurden. Die Wikinger waren nicht aus Teflon. Aber sie hatten durchaus allerlei Vorteile an ihrer Seite, zweifelsohne auch ein ausgeprägtes Kriegertum. Das kann man nicht in Abrede stellen. Es kommt nicht von ungefähr, dass all die Lieder und Erzählungen zumeist von mutigen und überragenden Helden handelten. Aber die Geheimwaffe der Wikinger war vor allem das Schiff, viel mehr als die Axt. Somit würde ich es auch nicht ausschließen, dass ein gebrechlicher, kränklicher Nordmann durch die Ränge aufstieg und zu einem Anführer wurde, konnte er unter Beweis stellen, dass er klüger oder gerissener als seine Genossen war und somit die Gruppe ihren Vorteil darin sah, Ivar zu folgen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass all diese Vorstellungen auf etymologischen und linguistischen Missverständnissen basieren und Ivar, der Knochenlose, gar keine Krankheit hatte. Es ist sozusagen eine viel zu gute Geschichte, um wirklich wahr zu sein. Einige Hypothesen besagen, der Beiname Knochenlos sei eine Anspielung auf Ivars Impotenz, während andere hier Falschübersetzungen aus dem Lateinischen vermuten. Doch all das ist sehr spekulativ und wird vermutlich für immer im Nebel der Geschichte bleiben. Somit ergibt es Sinn für mich, unter gewissen Vorbehalten so weiter zu verfahren, als ob Ivar tatsächlich ein gehbehinderter Krieger war. Ein weiteres Detail besagt, dass Ivar der jüngste der Söhne Ragnars war, was ebenfalls die Sache zu einer großen Kuriosität macht, dass die anderen vermeintlichen Brüder dem Benjamin in ihrer Gruppe folgten. Ivars Armee soll in 865 Northumbria angegriffen haben, also noch im selben Jahr, in dem angeblich Ragnar von König Aella getötet wurde, in der berühmten Schlangengrube.
Eine Geschichte erzählt, dass es Ivar zuerst nicht gelungen war, König Ayla zu stürzen, und er mit ihm ein Friedensabkommen aushandelte, das darauf basierte, dass Ayla zur Genugtuung Land an Ivar abtrat. Hierbei erbat sich Ivar, so viel Land zu kriegen, wie eine Kuhhaut umfassen kann. Daraufhin ließ Ivar eine Kuhhaut in hauchdünne Streifen schneiden und umfasste ein großes Gebiet damit, wo er die Stadt York gründete. In späteren Versionen hieß es London. Nun, diese Geschichte ist sicherlich erfunden. Vergessen wir mal London an dieser Stelle, das weit weg von Northumbria liegt und damals an dem Schnittpunkt zwischen Wessex, Mercia und Kent lag. Vergessen wir auch, dass York und London nicht von den Wikingern gegründet wurden, sondern Jahrhunderte zuvor von den Römern. Was schwerer wiegt, ist, dass die ganze Hautstreifengeschichte vermutlich im Mittelalter von irgendwelchen monastischen Schriftgelehrten aus der antiken Literatur geklaut wurde, denn die phönizische Königin Dido tat genau dasselbe, um so die Stadt Karthago zu gründen. Bis heute nennen Mathematiker in der Geometrie das sogenannte isopometrische Problem einer Flächenumfassung auch das Dido-Problem. Deutlich historischer dürfte eher die Erstürmung von Northumbria durch die Wikinger in 867 sein. Das Land war sichtlich destabilisiert, da hier die beiden Könige Ayla und Osbert um die Macht rivalisierten. Ivar nutzte die Schwächen des Reiches aus und besetzte die Stadt York. Ayla und Osbert sollen daraufhin ihre Armeen vereint haben und unternahmen gemeinsam den Versuch, die Stadt zurückzuerobern, was kläglichst scheiterte. Hierbei nahm Ivar in York beide Könige fest und ließ sie hinrichten. Ayla, der ja angeblich für den Tod von Ragnar verantwortlich war, erfuhr ein besonders schlimmes Ende. Zumindest herrscht hier die Legende vor, König Ayla sei durch die grausame Wikingerpraxis des Blutar oder Blutadlers, altnordisch Blötern, getötet worden. Hierbei wurden dem Opfer von hinten die Rippen durchtrennt und bei lebendigem Leibe die beiden Lungenflügel herausgezerrt. Unter Forschern gilt das jedoch als stark übertriebener Gore-Faktor, der damals schon Angst und Schrecken unter den Zuhörern auslösen sollte, aber vermutlich nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Der zweite häufig erwähnte Sohn Ragnars ist Uba, manchmal auch Ube. Uba griff offensichtlich zuerst East Anglia an, überwinterte dort und überrannte im darauffolgenden Jahr zusammen mit Ivar Northumbria, wo die besagte Hinrichtung von König Ayla stattfand. Von dort zog die Wikingerarmee wieder zurück in den Süden, wo endgültig East Anglia bezwungen wurde. Hier wurde König Edmund von Ostanglien gefangen genommen. Uba forderte ihn auf, seinem christlichen Gott abzuschwören, und als Edmund dies ablehnte, wurde er hingerichtet. Details sind nicht bekannt, doch führte dies wohl zu einer Heiligsprechung durch die Kirche, so dass Edmund heute unter dem Namen Edmund der Märtyrer bekannt ist. Abbo von Fleury hält fest, dass Uba und Ivar durch den Teufel vereint waren. Die Wikinger setzten in Northumbria einen Marionettenkönig ein gewisser Egbert, über den die Geschichte nicht viel zu berichten hat und den die Wikinger dann wohl weitgehend in Ruhe ließen, solange weiterhin Tribute flossen. Der nächste Sohn Ragnars war Hvitserk, was in der altnordischen Sprache wohl so viel wie Weißhemd bedeutet, vielleicht in Anspielung auf seine Kleidung. Über Hvitserk ist nicht viel bekannt, außer dass er nach dem Tode Ragnars nach Osteuropa gegangen war, in die sogenannte Rus, was plausibel ist, da Wikinger schon lange Zeit ihre Plünderungszüge gegen das heutige Russland richteten. Ob sich danach Hvitserk der Great Heathen Army anschloss, ist scheinbar nicht besonders gut belegt. Justin Pollard erwähnt immerhin die Anekdote, dass Hvitserk Schach spielte und vom Tode seines Vaters Ragnar während eines Spiels erfuhr. Er soll mit solcher Wut und Kraft die Spielfigur gegen das Spielbrett gepresst haben, dass Blut unter seinen Fingernägeln hervortrat. Der vierte Sohn war Halfdan Ragnarsson. Hier haben einige Forscher die Idee ins Gespräch gebracht, dass Hvitserk und Halfdan dieselbe Person sind, wobei Hvitserk nur ein Spitzname war, den Halfdan hatte. Diese Hypothese wurde durch die Überlegung begründet, dass es unterschiedliche Quellen gibt, welche die Söhne Ragnars auflisten und diese Quellen oft fünf Söhne benennen und mal wird hierbei Hvitserk und mal wird Halfdan genannt, doch nie wurden sie in einer Chronik oder Saga gemeinsam erwähnt. Das klingt plausibel, doch eine etablierte Meinung ist es nicht unbedingt, so scheint es mir, zumal dies durch eine simple
Tatsache angefochten wird, dass umgekehrt auffällt, dass Halfdan und Huitzerk doch recht unterschiedliche Biografien zugeschrieben werden und es da keine gemeinsamen Auffälligkeiten gibt. Halfdan war vermutlich mit bei der ersten Invasion der Great Heathen Army dabei, insbesondere bei der Landnahme von Northumbria und der Bestrafung von König Eiler. Doch vieles weist darauf hin, dass er selbst ein Fürst oder König war, zumindest nennen ihn einige Quellen so. Ein weiterer Sohn Ragnars war wohl Björn Ironside, in altnordischer Sprache Björn Jarnsiter, dessen Historizität durchaus besser aussieht als die einiger seiner vermeintlichen Brüder. So scheint es wohl so zu sein, dass Björn, noch bevor die Great Heathen Army systematisch Teile von England unterjochte, bereits mit einer beachtlichen Truppe die Westküste Frankreichs in Angst und Schrecken versetzte. Björn war wohl einer der ältesten Söhne Ragnars, wenn nicht sogar der älteste, und seinerzeit war es wohl sein Vater Ragnar, der ihn aus Dänemark berief. Aber wie gesagt, das ist alles nicht unbedingt mit Fakten belegt. Offensichtlich war es den Franken nicht gelungen, Björn zu vertreiben, obwohl sie eine Menge gegen ihn aufboten. Er baute wohl auf der Flussinsel Oiselle in der Normandie eine Befestigung, doch obwohl die Franken nicht imstande waren, ihn zu bezwingen, gelang es Björn umgekehrt nicht, stabil in der Region Fuß zu fassen, so dass er sich mit Karl dem Kahlen arrangierte und einen Waffenstillstand aushandelte. Karl der Kahle spielte hier ein gefährliches Spiel und hatte sich vermutlich in typisch monarchischer Manier in die Überzeugung hineingeredet, dass er gerissen und stark genug ist, um die Wikinger angemessen anzupacken. So war er sich wohl auch nicht zu schade, sie dafür zu bezahlen, damit sie gegen seinen widerspenstigen Sohn Ludwig der Stammler losziehen, vermutlich in der Absicht, ihn ein wenig einzuschüchtern. Karl glaubte wohl auch, die Wikinger dadurch zu schwächen und zu kontrollieren, indem er sie gegeneinander ausspielte. Das erschien auf den ersten Blick plausibel, da die Wikingerfürsten ohne irgendwelche nationalen Loyalitäten und Empfindungen unterwegs waren. So hatten sich die dänischen Wikinger vermutlich wenig zu sagen mit den norwegischen Wikingern, da mag es auch ein territoriales Konkurrenzdenken gegeben haben. Dass die Wikinger für Karls Taktiererei ungeeignet waren, zeichnete sich schon bald ab, so dass der Karolinger selbst eine Armee aufstellen musste, um gegen sie zu ziehen und sie weitgehend weiter entlang der Nordküste zu verdrängen. Karls Wikingerpolitik ist komplex und auf den ersten Blick mag sie hier nicht so relevant erscheinen, doch interessanterweise hat sie in zweifacher Hinsicht eine große Tragweite für europäische Geschichte. Erstens, sie stellt eine politische Schwächung des karolingischen Throns dar zugunsten des gehobenen Adels, der Fürsten und Herzöge, was einen Einfluss auf die geopolitische Entwicklung Europas hatte. Und zweitens, das Interesse der Wikinger an England, fern des soldatenreichen Frankenreiches, wurde zusätzlich geweckt. Ich glaube, dass die Wikinger recht pragmatisch waren. Sie wollten Einnahmen, ohne dafür viel arbeiten zu müssen und für ganze Jahre in mühsamen Grenzkonflikten verwickelt zu sein, wenn sie woanders viel müheloser plündern konnten, lag ihnen nicht. Der letzte Sohn Ragnars wäre Sigurd Snake in the Eye, im Altnordischen vermutlich Sigurd Ormrjauga. Sein Beiname Schlange im Auge ging vermutlich auf eine Art Mal zurück, das er im Auge hatte und das wie ein kleiner Kringel aussah, eben wie eine zusammengerollte Schlange. Ob nun als Folge einer Verletzung oder als ein Geburtsmerkmal. Einige fränkische Quellen behaupten, er und Halfdan hätten für einige Jahre Dänemark als Könige beherrscht. Nun gab es allerdings auch berühmte Wikingerfürsten, die nicht mit Ragnar Lothbrok assoziiert werden, allen voran Weiland oder Weland und Hesten. Weland ist deshalb interessant, als dass er erfolgreich den fränkischen Karolingerkönig Karl den Kahlen erpresste. Karls politischer Zickzackkurs mit den Wikingern könnte deshalb durchaus eine Rolle gespielt haben, weshalb schließlich so viel Energie in eine permanente Eroberung von Britannien aufgewendet wurde. Viele dieser Wikingerfürsten hatten ihre blutige Tournee an der europäischen Westküste begonnen, entlang jener Regionen, die heute Niederlande, Belgien und Frankreich sind. Hesten und Björn Ironside hatten sogar recht erfolgreich Norditalien geplündert. Diese Geschichte hat rückwirkend einige peinliche Momente und muss an dieser Stelle erzählt werden, weil sie historisch durchaus belegt ist.
Heston und Björn hatten sich auf jeden Fall in Rage gebracht angesichts ihrer Erfolge, und so dachten sie, dass es nun an der Zeit ist, nach dem Herzstück der Christenheit zu greifen und die Stadt Rom selbst zu plündern. Hierbei kam es wohl zu einer Verwechslung, da die ungeduldigen Wikinger das Städtchen Luna in Ligurien angriffen, in der albernen Annahme, dies sei Rom. Für einen Südeuropäer ein undenkbarer Fehler, da die epochalen Dimensionen des römischen Stadtstaats damals berüchtigt waren, doch für einen Nordmann, der nur Siedlungen zwischen Fjords kannte, waren das alles große Städte, obwohl Luna vergleichsweise klein ist. Hierbei wandte Heston einen Trick an, der wie direkt aus der Ilias geklaut anmutete. Er ließ sich auf einer Trage vor die Tore der Stadt tragen und ließ dort verkünden, er sei krank, läge im Sterben und möchte noch rechtzeitig zum Christentum konvertieren. Als dann das Tor geöffnet wurde, drangen die Wikinger in die Stadt hinein und plünderten sie. Weshalb Heston nach Luna nicht weiter nach Rom zog, ist Gegenstand von Spekulationen, denn spätestens hier müsste er herausgefunden haben, dass das hier nicht die heilige Stadt Rom ist. Manche meinen, er hätte ohnehin schon genug geplündert und gestohlen und hatte auf dem Schiff letztendlich keinen Platz mehr für noch mehr Gold und Silber. Die Rückkehr in den Nordatlantik wurde allerdings zu einer qualvollen Erfahrung für die Wikinger, denn während man auf der Hinreise noch über einen gewissen Überraschungseffekt gegenüber den Umayyaden am Gibraltar verfügte, waren die Moslems bei der Rückkehr der Wikinger deutlich besser vorbereitet und versenkten dort mit Hilfe des berüchtigten griechischen Feuers 2/3 der Nordmänner Streitkraft. Dennoch haben Heston und Björn überlebt und kehrten an die Loire zurück, wo sie inzwischen ein festes Standbein hatten. Wir erleben hier zugleich auch die Geburt einer neuen Nation und Kultur, die man schon bald als die Normannen bezeichnen wird. Und Heston und Weland und Björn, sie würden die ersten Volkshelden dieses neuen Reiches werden. So vergingen einige Jahre und die Wikinger waren im Norden und Osten Englands eine konstante Macht, die letztendlich vollständig von erpressten Tributzahlungen lebte. Wessex und Mercia blieben von all dem vorerst verschont, wenn auch das östliche Königreich Kent bereits reichlich Erfahrungen mit den Nordmännern gemacht hatte. In Mercia regierte zu jener Zeit König Burgred, der erstaunliche 22 Jahre an der Macht war, für die instabilen Verhältnisse jener Jahre eine ziemliche Leistung. Doch ein Teil seiner Erfolgsformel bestand sicherlich darin, sich gut mit Wessex zu stellen. Bereits in 853, im ersten Jahr nach seinem Thronantritt, wandte sich Burgred an König Æthelwulf, damit dieser ihm gegen die aufständischen walisischen Stämme im Nordwesten des Reiches half. Æthelwulf und Burgred schlugen damals erfolgreich die Rebellion nieder. Burgred heiratete im selben Jahr Æthelwulfs Tochter Æthelswith und so bestand zwischen beiden Reichen eine starke Bindung. Doch auch eine Bindung, die letztendlich unausgesprochen darauf basierte, dass Wessex das überlegenere Reich war. In der Zwischenzeit verstarb der junge König Æthelberht nach nur 5 Jahren Regierungszeit. Dies war eine lange Pechsträhne in Æthelwulfs Herrscherlinie, dass in einem Zeitraum von nur 15 Jahren insgesamt 3 seiner Söhne und damit Thronfolger verstarben: Æthelstan, Æthelbald und Æthelberht. Übrig geblieben war nur noch Æthelswitha, die mit dem besagten König Burgred von Mercia verheiratet war, und die beiden Brüder Æthelred und Alfred. Æthelred war wohl gerade 30 geworden und Alfred war 17. Im Geiste von Æthelwulfs Testament wurde somit Æthelred der Erste zum neuen König von Wessex. Diese Situation bedeutete aber auch für den noch jungen Alfred, enger am Königsthron zu handeln und seinem Bruder zur Seite zu stehen. Im Jahr 868 begann die große heidnische Armee jedoch ihre Kampagne gegen Mercia, vermutlich beflügelt durch die leichten Eroberungen, die sie in dem intern zerstrittenen Nordosten erlangt haben. Burgred wandte sich erneut an seinen Bündnispartner Wessex und bat um Unterstützung. So brachen die beiden jungen Anführer Æthelred und Alfred gen Norden auf, um Mercia beizustehen. Dort hatten Ivar und Ubba die Stadt Nottingham überfallen und eingenommen. Statt abzuziehen, beschloss Ivar jedoch zu bleiben, vermutlich gewahr dessen, dass Mercia und Wessex diesen tiefen Schlag im Herzen Englands nicht unbeantwortet lassen würden.
Doch die Wikinger nutzten die Zeit und befestigten die Anlagen zusätzlich und horteten vor allem Vorräte. Als sich Burgreds und Æthelreds Armeen vereinten, waren die Wikinger längst in Nottingham verschanzt. Die Nordmänner waren bereits seit einigen Jahren auf der britischen Insel und sie kannten ihren Feind vermutlich besser, als man es ihnen zutraute. So wussten sie, wie die angelsächsische Kriegswirtschaft funktionierte und dass Wessex und Mercia nicht darauf ausgelegt waren, ein Jahr lang Nottingham zu belagern. Viele der angelsächsischen Soldaten waren Bauern, deren Felder bebaut oder geerntet werden mussten. Je mehr Zeit verging, desto mehr lagen auf der Seite der Belagerer die Nerven blank. Die Wikinger wussten von diesem Umstand. Sie wussten, dass sie diesen Krieg gewinnen konnten, ohne zu kämpfen. Und damit hatten sie überhaupt kein Problem. Und jeder wusste, worum es hier ging. Die Wikinger wollten bezahlt werden. Sie wollten Tribute und ein Raubzug ohne Verluste war für sie der ideale Ausgang. Am Ende wurde man sich einig und Burgred willigte ein, die Wikinger zu bezahlen. Die Chronisten hielten das natürlich etwas anders fest und die Rede ist von einem Frieden, der zwischen Burgred und Ivar geschlossen wurde. Doch die Wikinger werden sich diesen Frieden sehr teuer bezahlen lassen haben. Asser bemüht sich allerdings in seinen Aufzeichnungen, seinen Schützling Alfred aus dieser eher erbärmlichen Angelegenheit herauszuschreiben, so als sei dieser ganze Umstand nur zwischen Burgred und Ivar abgewickelt worden. Doch wir können hier getrost zwischen den Zeilen lesen. Dies ist auch für Wessex kein rühmlicher Ausgang der Situation gewesen. Die Begegnung zwischen Alfred und Burgred brachte jedoch auch eine positivere Angelegenheit hervor. Das Bündnis der beiden Länder sollte durch eine weitere Hochzeit vertieft werden. Alfred würde eine Dame aus Mercia heiraten. Ihr Name war Ealhswith und sie war die Tochter eines hochrangigen Edelmanns namens Mucel. Wir müssen uns erinnern, dass Alfred leider nicht die Tochter von Burgred heiraten konnte, was standesgemäß angebrachter gewesen wäre, da diese Tochter zugleich Alfreds Nichte war. Burgred war ja mit Alfreds älterer Schwester verheiratet. Natürlich klingt das auf den ersten Blick nach etwas kleineren Brötchen, gemessen daran, dass Alfreds Vater die Tochter eines Karolingers geheiratet hatte. Doch es stellt sich natürlich die Frage, wie populär Æthelwulfs Hochzeit damals bei der eigenen Bevölkerung war. Das hier war jedoch eine Hochzeit, die vermutlich niemandem in Wessex aufstieß. Und Ealhswith hatte durchaus königliches Blut von Mercia in ihren Adern. Diese Hochzeit war auch aus einem anderen Grund wichtig. Damit wurde endgültig zur Schau getragen, dass Alfred nun ein Mann war und in vollem Umfang Aufgaben im Interesse des Königreiches übernehmen konnte. Er war de facto der zweitwichtigste Mann in Wessex und alles andere als unerfahren oder ahnungslos. Wir dürfen nicht vergessen, dass das derselbe Alfred ist, der zweimal nach Rom gepilgert war und der weder von seinem Vater noch von seinen herrschenden Brüdern von der regionalen Politik isoliert wurde. Er war bereit. Doch es ist gerade diese Hochzeit, die den Beginn eines dunklen Kapitels in Alfreds Leben kennzeichnet und den Beginn eines Problems, das Alfred ein Leben lang quälen sollte. Inmitten der Feierlichkeiten brach Alfred in Schmerzen zusammen. Die Krämpfe und die Symptome waren so lähmend, dass einige dachten, dass Alfred unter einem dämonischen Bann gestanden habe. In unserer modernen Zeit haben Forscher einige Überlegungen darüber angestellt, was Alfreds Problem war. Allgemein wird angenommen, dass er an Morbus Crohn oder der Crohn-Krankheit litt, also eine chronische Entzündung des Darms, verstärkt gerade durch vielfältige Nahrung. Aber natürlich wäre nicht auszuschließen, dass Alfred an einer komplexen Lebensmittelallergie litt. Dies war eine abschreckende Erfahrung für alle Anwesenden. Æthelwulfs Söhne waren von so vielen Todesfällen betroffen, dass auf Alfred natürlich viel Hoffnung ruhte und nun bestand die Sorge, dass am Ende Æthelred als letzter übrig bleiben würde. Für Alfred begann nun ein Leben, das erfüllt war von wiederkehrenden Schmerzen und von theologischen Fragen, die damit einhergingen. Aber es ist auch der Beginn eines lebenslangen Interesses an Medizin, insbesondere Heilverfahren aus fernen Ländern. Dass er manchmal gewisse Linderung im Fasten und Gebet fand, erklärt dieses asketische, schlanke Erscheinungsbild, das in die Geschichte eingegangen war. Er wird ein Leben lang relativ unter dem Kalorienlimit gelebt haben, das ihm erlaubt hätte, Muskelmasse aufzubauen.
All das wurde als ein bedenkliches Omen angesehen, insbesondere da die Bedrohung durch die Wikinger immer näher rückte und ebenfalls von einigen als eine Strafe Gottes gedeutet wurde. Auf Alfred warteten also immense Herausforderungen, innenpolitisch und außenpolitisch. Doch dazu ein nächstes Mal. Bis bald.